Don Johnny, und heute bringe ich dir bei, wie du dein sexuelles Interesse richtig bekundest, ohne gleich bedürftig zu wirken. Viele Männer haben damit ein Problem, ich damals auch. Und ich meine, woher sollst du denn wissen, wie du eine Frau ihr klar machst, dass du auf sie stehst, wenn du es in der Schule nicht richtig gelernt hast, wenn die Väter das den Söhnen nicht richtig beigebracht haben und in den Liebesfilmen oder in den Massenmedien es auch falsch transportiert wird, dass der Mann die Frau immer umgarnen muss, umschmeicheln muss und den richtigen Gentleman mimen muss. Das ist einfach falsch, es funktioniert so nicht. Du musst ein paar Regeln beachten und richtig kommunizieren und subkommunizieren, damit die Frau weiß, was Sache ist und die nicht das Gefühl hat, dass du ein eierloser Typ bist, der jeder Frau nachrennt. Die erste wichtige Sache ist, dass du eine Frau nicht zu viel mit Komplimenten überhäufst. Wenn eine Frau Kompliment um Kompliment bekommt, am Anfang, versteh mich nicht falsch, du musst es ja kommunizieren, was du eigentlich möchtest. Und wenn du aber sagst, oh, du hast so schöne Haare und so schöne Augen und dann redest du zwei, drei Sätze mit ihr und sagst, oh, du hast eine tolle Ausstrahlung, dann kommt das nicht wirklich männlich und souverän rüber. Klar, du musst ihr ein Kompliment machen, du sollst ja auch gar kein Kompliment machen, dann wird sie sich nämlich auch komisch fühlen, aber wenn du sie mit Komplimenten überhäufst, dann kann sie das nicht mehr so ernst nehmen. Das musst du dir ungefähr vorstellen, wie ein Junkie, der sich eine Droge gibt und der gibt sie sich immer häufiger und es verliert die Wirkung. Es ist nicht mehr dieses High-Gefühl, was einfach zu häufig kommt. Und da ist genau dieser Punkt, wenn du der Frau dein sexuelles Interesse bekunden möchtest, mach es nicht so sehr mit Komplimenten, sondern arbeite eher mit sexuellen Anspielungen. Sexuelle Anspielungen wären zum Beispiel, wenn du jetzt eine Frau ansprichst und du redest kurz zwei, drei Minuten mit ihr, hast ihr ein Kompliment gemacht für ihr tolles Kleid oder ihre schönen Haare, das ist okay, aber dann im Nachhinein nach zwei, drei Minuten sagst du, ich überlege gerade, wie alt du bist, dreh dich doch mal. Also ich würde eher, und dann schaust du dir dabei auf den Arsch und dann sagst du, ich würde dich so auf 24 schätzen. Und dann meistens werden die Frauen sagen, hast du mir gerade auf den Arsch geschaut? Und dann sagst du, ja, habe ich. Und dann schaust du sie dabei sehr rotzfrech an, ohne dich rechtfertigen und sagst etwas vielleicht wie, ich mache das immer so. Also ich muss da irgendwie herausfinden, wie alt du bist und ich mache das immer anhand des Arsches fest. Das ist halt sehr direkt. Wichtig ist halt, dass du das auf die Art und Weise, wie du es kommunizierst, alles ist eine Möglichkeit. Eine andere Sache, die ich auch immer gerne bringe, ist, dass ich die Frauen im Krankenschwester- oder Stewardess-Outfit oder in einem Sekretärin-Outfit beschreibe und so einem richtigen, also ja, nicht nur, dass sie Krankenschwester ist, sondern ich beschreibe sie dann in so einem richtigen Porno-Outfit, sodass sie selber darauf kommt. Und was du hier machst, ist, dass du deine Unabhängigkeit bewahrst und gleichzeitig ganz frech dein sexuelles Interesse kommunizierst, ohne auf deiner Schleimspur auszurutschen, indem du sie mit Komplimenten überhäufst. Und das ist wichtig. Also mach ein Kompliment, mach vielleicht noch ein zweites, aber mach nicht 5, 6, 7 Komplimente, mach nicht zu viel, übertreib's nicht, mach eher Gebrauch von sexuellen Anspielungen. Der zweite wichtige Punkt ist, wie du mit einer Frau schreibst. Du solltest mit einer Frau genauso schreiben wie mit einem Kumpel. Das heißt, du solltest jetzt nicht irgendwie ihr versuchen, noch mehr Interesse zu erzeugen, wenn du die Frau angesprochen hast. Da ist die Hauptarbeit, die du lieferst. Und beim Schreiben an sich, du kannst mal fragen, wie der Tag ist, aber du schreibst nicht 10.000 Nachrichten der Frau. Du verwendest auch nicht solche Smileys wie zum Beispiel diesen Affen mit seinem Zuge, der sich die Augen zuhält. Das ist auch so eine Sache. Das sind einfach so weibliche Smileys, die verwendest du nicht. Und du stellst auch nicht zu viele Fragen. Du kannst mal alle zwei Tage so ein Bild schicken, hey, wo du gerade bist, was du gerade machst. Und wenn sie darauf antwortet, cool, und dann zwei Tage später, bevor ich treffe, sagst du nochmal zum Beispiel als Erinnerung, lass uns doch eine Viertelstunde später treffen und nicht etwas, hey, steht das heute noch? Ich würde mich freuen, wenn das klappt. Die meisten Männer machen einfach Fehler im Schreiben. Sie schreiben zu oft, sie schreiben zu viel. Und was du auch gar nicht machen solltest, ist, dass du irgendwie versuchst, das Gespräch zu sexualisieren vor dem ersten Sex beim Schreiben. Das ist einfach ein No-Go. Wenn du Frauen auf der Straße ansprichst, ist es meistens viel zu krass, wenn du jetzt schon sexuelle Anspielungen bringst beim Schreiben an sich, weil dann wird sie dich eher als Creep wahrnehmen. Wenige Frauen kommen damit klar, das will ich gar nicht verleugnen, aber die meisten nicht. Und da ist die Absprungrate einfach zu hoch. Du willst das Gespräch nicht beim Texten sexualisieren vor dem ersten Sex. Wenn du die Frau schon öfters gevögelt hast, klar, kann man ein bisschen Dirty Talk einbauen, aber nicht beim Schreiben. Also nochmal zusammenfassen, nicht zu viele Fragen stellen, nicht zu schnell zurückschreiben und nicht irgendwelche komischen Smileys verwenden, die eigentlich normalerweise nur Frauen verwenden. Ganz einfach. Die dritte Sache ist deine Stimmlage. Du solltest achten, dass deine Stimmlage
ganz normal klingt, so wie wenn du mit anderen Menschen sprichst. Weil wenn deine Stimme öfters hochgeht und du merkst es, wenn du Frauen ansprichst oder zum Beispiel sie erzählt etwas und sagt, ach echt, wirklich? Und du redest mit ihr und deine Stimme ist einfach etwas höher, unsicherer, dann liegt das daran, weil du dieser Frau etwas mehr Wert beimisst und dadurch dich automatisch selbst degradierst und runterstellst. Und das willst du ja gar nicht. Denk einfach dran, du genießt die Zeit mit ihr, du kannst die Zeit genauso genießen mit einem Kumpel von dir und da verstellst du dich ja auch nicht, da redest du ganz normal und mit der Frau tust du das auch. Veränder deine Stimmlage nicht für die Frau, das machst du meistens unbewusst, weil du eben unsicher bist, aber zwing dich dazu, deine Stimme ruhig zu halten, nicht zu hoch zu gehen und messe eurem Date nicht einfach so eine hohe Bedeutung bei, denn wenn die eine Frau nicht will oder wenn es da nicht funktioniert, dann wird die nächste kommen, mit der funktioniert es. Versuch einfach nicht zu viel in die ganze Sache rein zu interpretieren. Und da sind wir auch schon zusammenfassend bei dem Punkt, der Grund, warum du dein sexuelles Interesse meistens nicht richtig kommunizierst und bedürftig rüberkommst, ist, weil du zu viel in die ganze Sache rein projizierst. Du widmest der Frau abnormal viel Aufmerksamkeit. Deine ganzen Gedanken drehen sich nur um sie oder um die jeweilige Frau, die du jetzt gerade verführen möchtest. Und das führt automatisch, also das Mindset ist einfach falsch in deinem Kopf und das führt automatisch zu diesen falschen Handlungen, wie dass du sie mit Komplimenten überhäufst, dass du falsch schreibst mit ihr und dass deine Stimme immer zu hoch ist. Und wenn du das vom Mindset her änderst, wenn du merkst, es ist nur eine verdammte Frau von unendlich vielen Frauen und noch viele andere Hobbys hast, da sind wir auch schon bei einem Lösungsansatz. Du sollst viele andere Sachen in deinem Leben haben, die dir genauso einen Spaß und so eine Freude bereiten, wie wenn du Frauen vögelst. Denn dann bist du automatisch unabhängiger. Du hast einen coolen Lifestyle. Du schaust nicht jederzeit auf dein Handy, ob die Frau zurückgeschrieben hat, weil du ja selber was zu tun hast, was zu erledigen hast. Du machst dein Glück nicht nur von Frauen abhängig, entweder von einer oder von mehreren Frauen. Du suchst die Bestätigung nicht nur von Frauen oder das Glück nicht nur von Frauen, sondern du betrachtest es wirklich als das, was es ist in deinem Leben. Frauen kennenzulernen, zu verführen, ist eine nette Ergänzung, aber das kann nicht die Antwort auf alle deine Fragen sein. Ich nenne es PPHR-Lifestyle, Pimpen, Pumpen, Hustlen, Repeat, bedeutet Pimpen, das ist eben das Frauending. Pumpen ist eben Sport und Ernährung, heißt, wenn du regelmäßig Cardio machst oder regelmäßig ins Fitnessstudio gehst und auf deine Ernährung achtest, das meine ich mit Pumpen. Hustlen ist dein Business, könnte dein Studium sein, dein eigenes Unternehmen, dein Angestelltenverhältnis, dass du da irgendwie Karriere machst, dass du eben einen Fokus hast, eine Vision, wie du wächst, wie du dich entwickelst. Und Repeat ist einfach, dass du das auf einer regelmäßigen Basis immer wiederholst. Was jetzt in diesen drei Punkten nicht genannt wurde, PPHR-Lifestyle ist zum Beispiel Freunde, was natürlich auch noch ein wichtiger Punkt ist, oder Familie, kannst du natürlich noch beliebig ersetzen, aber diese drei Punkte, denen solltest du gleich viel Wert beimessen. Wenn du das nicht machst, wenn du jetzt zum Beispiel dem Pimpen, also Frauen ansprechen und verführen, abnormal viel Aufmerksamkeit widmest und sogar dafür dein Fitnessstudio skippst oder zu spät zur Arbeit kommst immer mal wieder, dann wirkt sich das negativ aus. Ich würde auch niemals, nur weil ich jetzt ein Date mit einer Frau habe, das Fitnessstudio skippen oder, keine Ahnung, einen wichtigen Call, den ich tätigen muss, nicht tätigen, weil ich dann ja noch viel mehr in Hoffnung und Glück in die Frau reinprojiziere. Und wenn ich jetzt mit der Frau nicht im Bett lande oder es klappt nicht, dann bin ich noch viel frustrierter. Und dass dann die Frau, die kann ja diese Erwartungen gar nicht erfüllen, die du ihr auferlegst. Das ist einfach zu viel. Also das heißt, widme allem gleich viel Wert bei und versuch das nicht zu verschieben, diese Verhältnisse, denn das Ungleichgewicht führt immer dazu, dass du abhängiger von Frauen wirst und bedürftig rüberkommst und das ist ja das, was du vermeiden möchtest. Ein weiterer wichtiger Punkt neben dem PPHR-Lifestyle ist natürlich, dass du immer genügend Frauen in der Pipeline hast. Wenn du natürlich nur eine Frau ansprichst und dann gibt sie dir die Nummer und du hoffst, dass du da noch was regeln kannst, dann wird da nicht viel rumkommen und du wirst natürlich viel abhängiger, was die Reaktion der Frau betrifft. Wenn du immer genügend Girls in der Pipeline hast, weil du immer wieder regelmäßig rausgehst, in den Park gehst, ins Café gehst, ins Einkaufszentrum gehst und einfach auf einer regelmäßigen Basis, also tagtäglich, neue Frauen kennenlernst, dann ist es natürlich auch ein wichtiger Faktor, der dazu führt, dass du nicht bedürftig wirst, weil du einfach denkst, oh, die will nicht, egal was sie für Probleme hat, hat nichts mit mir zu tun, ich kann einfach die andere ansprechen und kennenlernen und mich mit der treffen und wir viben eh besser, also
ist egal, wie die reagiert hat oder dass es nicht geklappt hat. Und begreife auch, dass es ein Teil des Spiels ist, dass es nicht immer rund läuft, dass du einfach Frauen hast, mit denen du natürlich vibes und mit anderen nicht. Und wenn du natürlich zu wenige ansprichst, dann wirst du immer in dieser Bedürftigkeitsfalle reinrutschen. Das heißt, spreche einfach regelmäßig neue Frauen an und du wirst unabhängiger. PPHR-Lifestyle plus neue Girls in der Pipeline haben, das ist die Lösung dafür, dass du dein, vom Mindset her, dass du dein Interesse, dein sexuelles Interesse richtig kommunizierst, ohne bedürftig zu wirken. Und das wirkt sich eben aus auf deine Stimmlage, auf die Art und Weise, wie du schreibst und dass du eben weniger Komplimente machst und die Frauen mehr mit mehr sexuelle Anspielung bringst und frech bist und authentisch und direkt dein sexuelles Interesse kommunizierst. Schreib mir doch mal unten in die Kommentarfunktion, ob dir noch weitere Punkte auffallen, wie du aus Versehen bedürftig wirst, außer die Punkte, die ich schon genannt habe, und wie du das in Zukunft ändern kannst. Wenn dir was einfällt, schreib es drunter. Ansonsten abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video.